Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Sinan und ich bin Medizinstudent und heute etwas außer Puste. Warum? Weil ich den ganzen Berg hier hochgelaufen bin für meine morgendliche Kardioeinheit und deswegen verzeiht mir, wenn ich manchmal Luft holen muss. Ja, worum geht's heute? Und zwar wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, ist der Arzt ein Held? Keine so einfache Frage, weil natürlich vieles dafür und auch dagegen spricht. Und ich werde in diesem Video versuchen, mal diese beiden Seiten abzuwägen. Und genau, dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Ja, erstmal fangen wir mit der Pro-Seite an. Ein einfacher Punkt, klingt zwar banal, aber ist sehr wichtig. Und zwar, der Arzt rettet Leben. Und tendenziell rettet er definitiv mehr Leben als andere Berufsgruppen. Und das muss man, finde ich, erstmal festhalten, weil eigentlich gibt es kaum eine andere Berufsgruppe, die so viel Leben retten kann. Okay, klar, Feuerwehrmann, vielleicht Polizist oder so, die retten bestimmt auch nochmal viel Leben. Aber der Arzt ist auf jeden Fall richtig weit vorne dabei. Und das kann eine Herzinfarktpatientin sein, die um 2 Uhr morgens auf einmal dann den Notarzt rufen muss und der Notarzt natürlich sofort oder so schnell wie möglich einsatzbereit sein muss. Aber das kann auch eine chirurgische Operation sein, wo die Chirurgen teilweise Wunder vollbringen. Und das ist erstmal, finde ich, ein wichtiger Punkt, was dafür spricht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, abgesehen davon, dass der Arzt Menschen rettet, hilft er ihnen auch. Und das kann im Krankenhaus sein, wenn er zum Beispiel eine allgemeine Versorgung für den Patienten sicherstellen muss. Das kann eine physiotherapeutische, auch eine psychotherapeutische Versorgung sein. Das kann auch Einzelgespräche sein, viele Einzelgespräche, indem man den Patienten auch zu einem gewissen gesünderen, lebensfreundlicheren Umdenken, ich sag mal, bringt. Und das kann aber auch außerhalb des Krankenhauses oder der Praxis sein. Weil auch wenn man natürlich die Arbeit ein Stück weit ad acta legen sollte, wenn man zu Hause ist oder seine Freizeit genießt, so ist es ja dennoch so, dass man zu Hause von seinen Freunden, von seiner Familie, von seinen Bekannten als Arzt wahrgenommen wird. Und da kann es durchaus auch passieren, dass man dann die eine oder andere Frage gestellt bekommt. Sowas wie, wie ernähre ich mich gesünder? Oder zum Beispiel, ja, wie kann ich, ich habe die und die psychischen Probleme, ich habe die und die Sorgen. Und auch wenn man zum Beispiel gar nicht diese Kompetenz hat. Also zum Beispiel, ein Orthopäde wird jetzt nicht die psychotherapeutischen, detaillierten Kompetenzen eines Psychologen oder eines Psychiaters haben. Und dennoch bekommt man diese Frage gestellt, das heißt auch außerhalb seines Fachgebietes muss man da schon Bescheid wissen und das tun ja auch viele, das lernt man ja dann letztendlich im Medizinstudium, das ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand und man wird halt einfach in dieser Rolle des Helfers wahrgenommen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, der Arzt ist, finde ich, wie keine andere Berufsgruppe enorm selbstlos und das ist schon sehr interessant, also viele Medizinstudenten, die später Ärzte werden, haben die Grundmotivation, den Menschen etwas Gutes zu tun. Und dafür opfern sie, finde ich, auch sehr viel auf. Also als Medizinstudent lernt man den ganzen Tag, oder fast den ganzen Tag, zumindest am Anfang sehr intensiv. Und auch als Arzt schiebt man dann mal die eine oder andere Überstunde. Ich denke, da muss ich euch nicht erzählen. Das ist nun mal so. Und natürlich, das sind jetzt so die Für-Argumente, ne? Es gibt auch Gegenargumente, die dagegen sprechen, dass der Arzt ein Held ist. Wenn man zum Beispiel sich die Tatsache anschaut, dass ein Held eine Superkraft besitzen sollte, so würde es mir tendenziell schwerfallen, beim Arzt gleich eine Superkraft zu benennen. Und wir sind am Ende alle nur Menschen und
auch der Arzt am Ende ist ein Mensch. Und auch er hat seine Schwächen, seine Fehler. Und das trägt natürlich auch dazu bei. Also der Arzt insofern ist vielleicht kein Held, wenn man sagt, okay, da sind einfach zu viele Fehler, das ist zu menschlich, sag ich mal. Und ein dritter Punkt, was finde ich so ein bisschen dagegen spricht, ist, ein Held tut es ja so ohne Gegenleistung, ohne Wunsch nach Gegenleistung. Und das sehe ich jetzt bei einem Arzt nicht. Also es gibt immer den einen oder anderen ehrenamtlich arbeitenden Arzt, der vielleicht in Rente ist und noch ein bisschen Wohltätiges tun will, sich ein bisschen noch Beschäftigung sucht. Das ist was anderes. Aber die meisten Ärzte arbeiten ja tendenziell schon, ich sag mal, für Geld. Ja? Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ein Beruf. Das würde aber trotzdem dagegen sprechen, dass der Arzt ein Held ist. Und das sind jetzt so die Für- und Gegenargumente. Ich hoffe, ich habe die Punkte so neutral wie möglich herangetragen. Weil meine eigentliche Meinung kommt erst jetzt. Weil ich glaube, diese Frage wird jeder unterschiedlich beantworten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aufgrund der verschiedenen Erfahrungen auch durchaus. Meine persönliche Meinung ist der Arzt ein Held? Ich würde sagen, ja. Deswegen studiere ich auch Medizin. Ich finde diesen Beruf sehr spannend. Man kann vielen Menschen was Gutes tun. Und ja, was ist eure Meinung? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Liked fleißig. Und wir sehen uns bei einem nächsten Video. Ciao.